Ja, willkommen zum Unboxing von EXO Mankind Reborn. Ja, Gott sei Dank konnte ich mir es auf der Messe abholen. Und als erstes nehmen wir hier mal die ganzen Stretch Goals, beziehungsweise habe ich schon aufgemacht hier. Zum Beispiel hier haben wir Terrain und Drone Spec, ja, also Add-ons und Stretch Goals und so weiter. Und da sehen wir, haben wir verschiedene Terrain-Teile. Also die Qualität, ja, der Miniaturen, die ist schon sehr gut, das muss ich mal sagen. Also die sind wirklich schön. Dann haben wir noch die kleinen hier. Also es sieht schon cool aus. Ja. Und was noch? Ja. Da ist ein ganzes Säckchen voller Terrain-Teile, die man dann benutzen kann, wenn man das alles bemalen will. Ja, da braucht man ein bisschen Zeit. Dann haben wir hier die Drohnen mit Standees. Also ihr seht schon, die Qualität ist echt fein von den Miniaturen. So, und weil wir hier gerade sind, machen wir natürlich auch noch gleich die nächste Schachtel hier auf. Und zwar haben wir hier Bugs Warm Pack E07. Ich war ja auch All-In Pledge. So, da haben wir einen Bug, einen Kiefer, also auch sehr nice. Also, ich finde die Qualität der Miniaturen. Kann sich schon sehen lassen, oder? Ja. Die ist schon okay. Dann hier. Oder was haben wir da noch? Kleine Skorpione. Voll die große Schachtel eigentlich für diese Miniaturen. Oder hier der große Skorpion. Der sieht nice aus. Wow, der sieht echt nice aus. Also auch schöner Detailcut sieht man auch hier an den Scheren. Ja. Sehr cool. Und da haben wir noch Käfer. So, den hier auch nochmal. Der ist ein bisschen schlichter, aber das liegt halt wahrscheinlich an der Natur der Sache. Jo. So, dann haben wir noch was. Und zwar die kleineren Packs. Und zwar haben wir hier das Känguru. Ihr seht schon, die Miniatur ist eigentlich da lieblos in einem Beutel verpackt. Das Känguru und die zugehörigen Karten. Ein Charakter. So, das können wir dann auch in der Box verstauen. Dann gibt es hier auch noch ein Kartenset, ein Promo-Set oder was das ist. Geben wir auch erstmal in die Box. Da haben wir ja genug Platz. So, dann als nächstes haben wir hier Okunzila. Man sieht auch, da steht ja auch auf Deutsch Inhalt. Zwei Helden, Exotier-Miniaturen, drei Helden und Exotier Karten. Und ihr seht schon, so sieht das dann in der Box aus. Au, cool. Ja, also seht euch mal die Haut der Schlange an. Wow, also die ist sehr geil. Die ist wirklich
Sehr, sehr geil. Schöne Miniatur. Und noch der hier. Und dazu natürlich die Karten. So. Das sieht schon cool aus, ja? Also der und die Schlange dazu. Das ist schon nice. Mal sehen, ich hoffe, dass ich das alles auch in einer der Schachteln unterbekommen kann. Weil einfach so viele kleine Schachteln hier rumschwirren. Wir haben dann noch Terrain-Teile hier. Ja, mit Kristalle und Boxen und so weiter, Steine. Dann haben wir Dakuos, zwei Helden und Exotier-Miniaturen, drei Helden und Exotier-Karten. Das ist ja auch nochmal ein Känguru. Der hält dazu. Und die Karten. Das Ganze verpacken wir wieder. So, dann Xiliang Qi. Da ist er. Also bisher keine Probleme mit der Miniaturenqualität hier, nichts abgebrochen oder so. Da stehen ein paar Fäden weg. Und die Karten dazu natürlich. Schon cool, oder? Ein Held und ein Tier zusammen. Das ist ja thematisch schon total lässig. Und hier haben wir Jane und Snowman. Da ist der Elch. So sieht der Elch aus. Also ihr seht schon, wirklich die Miniaturenqualität kann sich sehen lassen, ja. Also da produziert haben sie da schon richtig schön. Und die Karten dazu natürlich. So, jetzt haben wir die kleinen Sachen erledigt. Das gleich am Anfang. Sehr gut. Und dann gehen wir über zum Grundspiel. Ja, eins gibt es noch. Ja, so ein Kartenhalter gibt es ja auch noch, den man zusammenbauen kann. War ja auch, glaube ich, ein Stretch Goal von dem Spiel. Die baut ihr zusammen und könnt dann eben Ereigniskarten oder so ablegen und sie dann schön ziehen auch dadurch. So, dann öffnen wir mal das Spiel. Cover ist ja wunderschön. Spiel selber sieht auch toll aus. Aber ich habe schon gehört, die Anleitung soll angeblich totaler Schrott sein. Da bin ich auch mal gespannt, ob es wirklich so schlimm ist mit der Anleitung. Ich hoffe trotzdem, dass es nicht zu grobe Probleme gibt, sondern es trotzdem gut spielen kann. Es wird ja oft viel geredet, ne, aber vielleicht kommt man ja trotzdem da zurecht. Ja, dann haben wir hier ein Board. Dann wäre hier die Anleitung. Also ich denke, dass viele Fälle unklar sind.
auch nicht gut beschrieben wurden, soweit ich das gehört und auch gelesen habe von anderen Usern. Ich meine, so sieht es erstmal schon recht übersichtlich aus, aber und es ist natürlich einiges. Okay, also das sind eigentlich nur mehr Kampagnen für ein bis zwei Spieler. Das sind alles nur Kampagnen. Das heißt, wir haben effektiv 11 Seiten an Regeln sozusagen. Wenn man die Charakter hier noch weglässt, wären das ja 9 bis 10 Seiten an Regeln. Da bin ich mal gespannt. Ja, hier gibt es noch Symbolerklärungen, immerhin. Bin ich echt mal gespannt. Dann haben wir hier Holzsteine, ein grüner Würfel, den wir auch zu den Holzsteinen geben können. Dann hier auch Custom Dice, ein normaler blauer Würfel. Acrylsteinchen, das Blockbeutel natürlich und Karten, die wir uns auch gleich ansehen werden. Ja, wenn es mit den Regeln klappt, glaube ich, dass es ein richtig tolles Survival-Game ist. Ja, die Erde wurde sozusagen schon wird von den Tieren beherrscht und so. Man kommt dann aus der Zuflucht seit ewiger Zeit und muss versuchen zu überleben, also schon toll. Dann drehen wir das Ganze mal um. Artwork ist total okay, voll schön. Kann man nicht meckern. Ja, ist nice. Und ihr seht generell eigentlich nur Symbolik auf den Karten vorhanden und Flufftext. Oh. Wird ja interessant. Gegenstände, die man finden kann. Pilze, Beeren, Kristalle, Holz und so weiter. Also da ist schon ein bisschen was drin. Auch Leinenfinish, ja, also auch tolle Qualität an den Karten. Materialtechnisch kann man sich wirklich nicht beklagen hier. Noch einen Kartenstack. Das seht ihr, eine Rundenübersicht. Und wieder Karten dürften so eine Art Aktivierungskarten sein. Ich kann euch zur Mechanik leider überhaupt noch nichts sagen. Aber schön ist es allemal. Absolute Zero. Ja, und dann sind wir auch schon durch mit den Karten hier. So, das sind die Karten. Und jetzt sehen wir uns mal die Miniaturen des Grundspiels an. Okay. Interessant, da haben wir erstmal so Scheibchen. Ja, und hier haben wir die Miniaturen. Da haben wir auch nochmal zusätzliche Käfer. Die da rumkullern.
Dann haben wir eigentlich nochmal die gleichen Miniaturen drin. Ihr seht hier auch noch ein Käfer. Also wir haben eigentlich nur so ein, bei dem Olimplätsch ein Zusatzminiaturenpaket dabei. Aber der sieht schon auch cool aus. Oder auch die hier. Die kleinen Skorpione kennen wir schon. Der Bär. Sehr detailliert auch das Fell. Wirklich sehr detailliert. Cool. Löwe. Hoppala. Auch irgendwie ein Held. Also es ist nichts gebrochen oder so. Sieht alles top aus. Ja. Gar nicht so viele, wie man meint. Aber hat vielleicht sogar noch was Platz. Mal schauen. In der Grundbox. Ja, dann haben wir natürlich noch Stanzbögen. Viele Marker, Tokens, Terrainteile. Nächster Stanzbogen. Ja, auch einiges zum Auspüppeln hier drin. Und dann haben wir natürlich noch die Spielbretter. Vier Stück seht ihr hier. Einmal, zweimal, dreimal und viermal ein Labor. So, so sieht es aus in der Grundbox, Leute. Das erwartet euch, wenn ihr es euch kauft. Zumindest einmal, was sich da in der Box befindet. Die Scheibchen geben wir auch noch rein. So, das räumen wir dann später weg, wenn die Kamera aus ist. Denn wir wollen ja auch noch sehen, was sich hier in den Titans Unleashed Box befindet. Da haben wir dann eben ja, Titanen oder stärkere Kreaturen, die auftauchen. Schauen wir mal, ob die auch groß sind. Bisschen Gewicht hat sie ja, diese Erweiterung. Also was haben wir da? Neue und schreckliche Gefahren sind in den Tiefen der Erde erwacht. Die Exotitanen. Ja. Okay, also Anleitung natürlich. Seht ihr auch Deutsch, ja, die Erweiterung. Ich glaube, die Grundbox habe ich da auf Englisch bekommen. Ja. Ja, und hier eben auch Multi. Ja, auch witzig. Ja, dann natürlich haben wir da wieder Spielbretter. Kann man nicht genug haben. Sind auch sehr schön geworden. Dann Punchboards. Karten natürlich. Also das sind die Karten für die Titanen. Bin ich schon gespannt jetzt auf die Miniaturen.
sind schon schön. Ja, das sind dann die Karten von der Expansion. Hat man die auch schon durch? Und dann hier die Box mit den Miniaturen. Das Schöne ist, was ich jetzt sehe, also man bekommt zumindest alles von den kleinen Sachen hier auch in die Expansion Box rein. Man kann das schön verstauen. Ja, die haben natürlich jetzt schon eine ordentliche Größe. Also, wir sehen hier eine große Libelle oder so etwas. Tja, sieht jetzt nicht so berauschend aus. Ja, der Stein, den hätte man ein bisschen besser machen können. Aber liegt wahrscheinlich auch an der Figur selber. Sehen wir uns mal den hier an. Ja, also sie sehen schon cool aus, aber ganz ehrlich, der Detailgrad bei den großen Miniaturen, da haben sie ein bisschen gespart, ja. Das geht besser, ja, wenn man sich hier auch den Skorpion ansieht. Also der Qualitätsgrad schwankt wirklich. Die großen Miniaturen sehen lange nicht mehr so detailliert als die kleinen. Aber trotzdem auch schön anzusehen. Ja, also da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Und hier das Ganze natürlich nochmal größer. Aber es sind schon schön. Ja, das sind die Titanen. Also, da haben wir schöne große Miniaturen in dieser Box. Gut, ja, das war es auch schon wieder mit dem Unboxing zu EXO und Mankind Reborn. Jetzt haben wir nur noch ein Spiel, das wir öffnen, und dann geht es weiter mit ein paar Interviews und so weiter. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Freut mich, wenn ihr das Spiel auch schon geliefert bekommen habt, und ich hoffe für alle, die es noch nicht haben, dass ihr auch noch in den Genuss dieses Spiels kommt. Und wie sich die Anleitung dann liest, bin ich auch gespannt. Dann werde ich euch dann auch ein Feedback geben, aber ich kann es noch nicht garantieren, wann ich das Spiel spielen werde. Das war's, bis zum nächsten Mal. Ciao.